Wir müssen wirklich erstmal den Abend abwarten, wie das Ergebnis am Ende aussieht. Wir machen das für Sachsen, was wir schon immer machen, seit wir im Landtag sind. Wir treffen Entscheidungen, die gut für unser Land sind, egal von welcher Partei sie kommen. Dafür stehe ich auch in Zukunft. Und ich bin auch nach diesem Ergebnis heute Abend bereit, mit jeder Partei, mit jedem Politiker im Sächsischen Landtag zu reden, der etwas Gutes für Sachsen tun will. Ja. Nun haben die anderen, die etablierten Parteien im Sächsischen Landtag ja bereits gesagt, dass sie nicht mit Ihnen reden wollen. Ja, das müssen diese Parteien mit sich selber ausmachen. Wir stehen für eine gute Politik für Sachsen und wir stimmen Anträgen zu, die gut für Sachsen sind. Und ich hoffe, die Gesprächsbereitschaft ändert sich noch. Wir haben in Sachsen mittlerweile in vielen Kreistagen, in vielen Stadträten eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen Parteien in der Sache. Und das wünsche ich mir auch für den Landtag. Meinen Sie denn, dass es Ihnen in der letzten Woche vielleicht noch geholfen hat, dieses schreckliche Attentat da in Solingen, dieser Terroranschlag mit 3 Toten? Die Stimmung war da hier im Land doch schon sehr aufgeheizt. Also die Situation ist ja die, dass wir auch in Sachsen regelmäßig Messerstechereien haben, Vergewaltigungen, die Menschen, die eigentlich schon außer Landes sein müssten. Ich glaube, die Sachsen sind auch ohne so eine schlimme Ereignisse mittlerweile, gerade was das Thema innere Sicherheit angeht, sehr sensibilisiert. Das spielt im Wahlkampf eine Rolle, selbstverständlich. Würden Sie denn mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht Gespräche führen? Selbstverständlich. Also ich habe es ja gesagt, wir sind bereit, mit jedem Politiker zu reden, der am Ende etwas Gutes für unser Land tun will. Wenn man dort Schnittmengen hat, dann sollte man das gemeinsam machen. Und das muss man nicht unbedingt in einer Koalition machen. Es geht darum, dass wir im Landtag Mehrheiten finden für vernünftige Entscheidungen, die unserem Land gut tun.